Mein Eindruck in diesem Jahr ist, dass der Qualitätsunterschied zwischen Generationen und anderen Sektionen noch größer geworden ist. In den letzten Jahren war Generation immer schon ein Geheimtipp, aber diesmal reichen die Filme bis hin zur Qualität auch der Wettbewerbssektion. Das freut mich sehr für Generationen, weil es ist eine Sektion, die ganz nah am Publikum arbeitet, die wirklich gute Filme heraussucht und die vor allem Kinder und Jugendliche nie unterfordert. Und ich finde das sehr gut und freue mich deshalb, dass wir mit der Bundeszentrale dabei sind, diesmal bei 14 Plus. Also unsere Philosophie ist, in der Arbeit der politischen Bildung mit Filmen nicht nur die großen Hollywood-Blockbuster zum Thema der Auseinandersetzung mit Filmen und den Geschichten dahinter zu präsentieren, sondern die Vielfalt der Geschichten dieser Welt. Also ich habe ein paar Filme schon gesehen und ich muss sagen, der beste Film war der erste Film bei 14 Plus, der Eröffnungsfilm Jin, die Geschichte einer jungen Kurdin, die desertiert von ihrer Gruppe und dann als Einzelkämpferin durch die Schluchten und Wälder Ostanatoliens zieht. Ich habe selten einen Film gesehen in den letzten Jahren, der mich 2 Stunden so in den Kinosessel gefesselt und gebannt hat wie Jin. Man weiß nie, was die Jury entscheidet, aber ich finde das einen großartigen Film.